Was geht ab, ihr kleinen Schnittchen? Willkommen zurück zur neuen Folge Jurassic World Evolution. Der Kraftwerk ist fast fertig. Und der zweite Cetrosaurus. Cerato. Genau, sag ich doch. Ist fast fertig. Er hat halt diese komische Modifikation. Ich hoffe einfach mal, dass gleich dieses scheiß Ding hier wieder angeht. Ja, das sieht gut aus. Oh geil, ungenutzter Strom 0. Überseite Leistung. Acht ungenutzter Strom. Bäm, Junge. Das ist... Ja, das ist einfach gut. So, wir brauchen Geld gerade, um Richtung T-Rex auch zu gehen. Aber nicht ausschließlich. Können wir ja... generell gleich noch machen. Der fühlt sich gut, oder? Der fühlt sich erstmal gut. Heißt, wir können den dritten auch bauen. Der ist natürlich ein Sicherheitsziel, klar. Und dann können da nämlich auch noch rein die kleinen süßen, die hier. Velociraptoren. So. Weil, ne, die fliehen dann zwar immer ein bisschen, aber... weil die könnten vielleicht auch hier rein. Jetzt aber ein... ne, scheiße, der braucht sozial, wa? Das ist, wir brauchen die zwei. Aber, Moment, was wir auf jeden Fall mal ganz kurz machen können ist... der ist ein kleiner, der ist mittelgroß. Ja, mittelgroß ist auf jeden Fall möglich. Dann kannst du schon mal anfangen, quasi zu leben, sag ich mal. Bei dem ist alles noch hart gechillt. Sabotage im Gange. Wollen Sie wissen, wer dahinter steckt? Schauen Sie mal in die anderen Abteilungen. Ja. Ja, das ist natürlich alles noch nicht so mega cool. Aber naja. Müssen wir dann manchmal halt eben durch. Ach ja. Ist das sowas wie ein Weitsprung-Contest? Und neu gestartet und go. Sabotage beseitigt. Das System funktioniert wieder. Die sind absolut cool und alles safe. Bis zum geht nicht mehr. Das erfreut natürlich nicht nur mich, sondern auch mein Herz. So, können wir hier für die Gäste... können wir nicht. Könnten wir vielleicht, wenn wir die Straße besser bauen. Heißt für mich natürlich... so. Ein bisschen... kurvig darf der Weg dann schon mal sein. Ja, okay. Jetzt habe ich natürlich grandioserweise. So, bumm. Hier vorne Scheiße gebaut. So, und dann versuchen wir es nochmal mit der Terrainbeschränkung. Indem wir sagen, von hier aus. Ja, das ist gut. So, ja. Da passt auch jetzt bestimmt irgendeinen geilen Laden hin. Naja, Fastfood haben wir schon. Der Souvenirladen zum Beispiel.
So, wir müssen... Moment. Gäste, Souvenirladen. Da würde was gehen. Okay. Schade. Okay, dann halt nicht. Dann einfach nicht. Wie haben wir hier noch? Okay, da haben wir noch ein bisschen. Okay. Nein, das wollte ich nicht. So. Dann repariert mal schön. Du darfst da reparieren. Okay, alles gut, kein Problem. Und dann können wir nämlich für die Gäste, genau, da noch einen Souvenirladen hinstellen. Und dann neben... So. So. Damit dürften wir doch sofort alles aber haben, oder nicht? Ja, das benötigt alles Strom. Aber... Oh, das ist der falsche. Verstanden. Damit haben wir das komplett durch. Die Sicherheitsabteilung schuldet Ihnen was. Warum haben wir denn keinen Strom? Also haben wir überhaupt noch Strom? Wir haben noch Strom. Aber eigentlich nicht. Und zwar weil... wir zu wenig Strom haben. Nur deswegen? Was soll ich wieder umdrehen? Kein Problem. So, du darfst mit dem darüber. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Okay. Erstmal nochmal alles hier verkaufen. Ich dachte, wir müssen auch ein bisschen an den T-Rex denken. Da gibt es keinen Markt für. Gut. Hier gab es nichts Neues. Hier gibt es nichts Neues. Was genau ist hier neu verfügbar? Da ist nichts Neues verfügbar. Da auch nicht. Da möchte ich jetzt noch nicht so viel Geld reinbuttern. Das können wir auf jeden Fall mal kurz noch erforschen. Lass uns noch den anderen behandeln. Euch beiden geht es gut. Euch beiden geht es aber sonst auch gut. Transportiere Produkt. Sehr gut. Im Park gibt es auch keine Tollwut mehr. So, der hat natürlich eine negative Geborgenheit, glaube ich. Ja. Oh ja, stimmt. Pass auf, jetzt müssen wir Trick 17 machen. Wir müssen die kurz einschläfern, dann den und anschließend den. Und zwar für den Zeitraum, bis der fertig ist. Weil einfach daran liegt, dass der hier ein Sozialtier ist. Genau, und der in sozialen Gruppen von 2 bis 6 auftritt. Okay.
Also brauchen wir 6 davon. Ich bin nicht sicher, ob sie auf meinen Job abzielen. Aber mit den Zahlen würden sie ihn wohl verdienen. Cool. So. Nehmen wir die Aufträge hier. Finden Sie einen Fleischfresser-Dingsbums? Das machen wir nicht. Aber wir... Ich habe ein Angebot erhalten, das der Wissenschaftsabteilung und auch Ihnen definitiv weiterhelfen wird. Machen wir. So, dann haben wir nämlich das nämlich super voll. Das machen wir gerade noch und das kann ja erstmal noch laufen. Was wir während nicht kontrollieren halt hier können und was wir bei diesen Kreaturen akzeptieren müssen. Manche haben einen Jagdtrieb. Ja. So. Du bist hier auch noch absolut feinig mit, wa? Genau. Und da haben wir auch noch ein bisschen, aber das ist alles gar kein Problem. So, hier werden noch die 2 Velos gemacht. Und ja. Damit hat dieses Kraftwerk hier eine super hohe Möglichkeit auszufallen. Nicht gut zwangsläufig. Und ja. Ist halt so, wie es ist manchmal, wa? Genau. Souvenirladen. Ja, also ein geiles Nachtsichtgerät. Da sehen wir uns, oder? Wobei. Ist so weit besser? So ein Nachtsichtgerät ist dann tatsächlich nochmal einen Ticken besser. Ah, 2000. Oh mein, gehen wir hier auch mal mit. Ja, gehen wir mit 58. Was ist das? Geschäfte sind offen. Das brauchen wir gerade nicht. Und von den Betriebsgebäuden nicht, aber. Wir hatten jetzt, genau, den Kleiderladen. Der kommt daneben. Der Kleiderladen kommt daneben. So, dann kommst du raus, raus. Raus, raus. Und neben dem Kleiderladen können wir dann noch ein Restaurant setzen. Da. Wunderbar. Damit haben wir auf jeden Fall auch einige Fressensgeschichten gemacht. So, Wunderbärchen. Damit darf du als erstes. Das sind schon mal 3 von 6. Sie können uns dabei helfen. Kyro. Ne, Kyritoso Eier aus. Nein. Das brauchen wir nicht. So, verkaufen, verkaufen. Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld. Auch vielleicht, oh, da gibt es keine neuen Fossile mehr. So, bam. Und dann haben wir nämlich hier nicht nur die beiden, sondern im Gehege nochmal. Machen wir halt wirklich davon nochmal ein Fressi hin. Und auch Transport hat begonnen. Da. So, damit haben wir eine soziale Gruppe. So, Kleiderladen. Den geilen Overall. Ah, kurz die 30. Schön. Und den zweiten können wir auch rauslassen. Schön. Da gibt natürlich das geile Steak, Junge. Hier 4 sehe ich da. Da sehe ich 5. Da sehe ich 6, 8. Ah, ist das Sorna freigeschaltet? Das ist die letzte, wa? Mit Ausnahme von der freien Insel. Zählen Sie die verlorene und verlassene Anlage B. Ah, ja, ja, das ist Isla Sorna. Wenn es einen Ort auf der Erde gibt, auf der heutigen Erde, an dem man sich Dinosaurier vorstellen könnte, dann wäre das diese Insel. Ja, weil das die letzten Male so gut funktioniert hat. Gott, ich klinge schon wie Malcolm.
Sehr gut. So, damit haben wir 1, 2, 3, 4 und dann noch 2. Schön. So. Weil die leben ja ohne Probleme miteinander. Geil, geil. Das ist cool. Und dann können wir nämlich auch noch was haben wir hier? Das gibt eine Wertung von 107. Wir haben 130 sogar. Dann kommen noch davon welche in das andere Ding. Also ein kleiner Jäger. Mal schneller und kleiner. Agil ist auch klein. Das passt schon. So. Jawohl, dankeschön. Gib mir den Auftrag. Es heißt, es gäbe einen neuen Auftrag. Ich hoffe, dass wir das gleich schaffen, wenn wir jetzt noch die letzten Dinos hier machen. So, wir brauchen, wie gesagt, gerade brauchen wir noch Kohle. Für die bereits bestehenden. Oh, das sieht auch cool aus. Da, Sie können da. Ganz offensichtlich für die Sicherheit unserer Gäste sorgen. Klar kann ich das. Das hat unser Ansehen gesteigert. So. Noch ein paar mehr von denen. Ich meine, ich weiß, die sind halt die ganze Zeit hier irgendwie in Panik und rennen deswegen rum, aber von den großen beiden gibt es ja nur 2. Nummer 4. 5, 6. Gucken wir nochmal ganz kurz wirklich in die Dino-Historie rein. Es war aber meiner Meinung nach bis zu 6 in der sozialen Gruppe. Wunderbar. Machen wir die 6 voll in der sozialen Gruppe, ne? Und dann ist doch gut. So, jetzt haben wir da auf jeden Fall auch nochmal. Oh, hier haben wir auch ordentliches Geld. Ja, guck mal, jetzt sind wir mittlerweile auch bei einem ordentlichen Haufen angekommen. Und nochmal hier ein bisschen wegdrücken. Der ist neu, ja. Was ist das? Fleischfresser? Oh, cool. Ein großer Metri. Ach ja, genau. Den muss ich ja auch noch hinkriegen. Für einer der. Der Käfige. Aber vielleicht kann ich die beiden Byxosauren, die ich da habe. Moment, was war das denn für ein Gehege? Indominus Rex. Der Isanova von vor wurde durch einen Ausbruch des einer genetischen Modifizierung aus dessen Gehege verursacht. Wurde die Sache aus Sicherheitsgründen erst kurz. Okay. Verstehe. Was ist los? Haben wir jetzt noch einen? Nee, nicht genug Teams. Achso, ich habe einen neuen Ort. Da. Suchomios. Okay, aber wir müssen auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir den einen auf jeden Fall irgendwie mit einbeziehen, sag ich mal. So, Moment, wir hatten jetzt 4, wa? Ne, 3. Genau, jetzt haben wir 4. Wenn der fertig ist, haben wir 4. So. Dann einmal Fossilien. Verkaufen. Verkaufen. Kein Markt, verkaufen, kein Markt, verkaufen, kaufen, kaufen und verkaufen. So. Dann haben wir einmal Dant und der andere ist der da ein bisschen mehr. Oh ne. Achso, boah, die krass mit den 4% Chancen. Hat das schon gereicht, damit das nicht klappt. Ja, manchmal auch einfach Pech, wa? 1, 2, 3, 4. So, dann dürften wir gleich auch auf jeden Fall auf die genügend Anzahl Leute kommen. 3 Worte. Auftrag, Sie, ja. Ne, kein mittleres Kraftwerk. Brauchen wir nicht mehr. So, wir warten, wie gesagt, jetzt noch ein bisschen Kohle. Werden dann auf jeden Fall noch dafür sorgen, dass wir die Cetosauren hier oben. Boah, die sind cool, wa? Die haben wir auch. Das funktioniert alles. Und dann noch den T-Rex. Vielleicht weiß ich noch nicht genau, wie wir das alles machen werden. Vielleicht hier mit einem Durchschuss oder so. Könnte sein. Wir gucken mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Bei ein paar Folgen werden wir sicher noch beschäftigt sein. Haut rein.